Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich die 14 Künstlerinnen und Künstler begrüßen, die sich aus der Ausstellung beteiligen. Sie kommen aus den USA, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Deshalb können wir das Ganze auch internationale Ausstellung nennen. Sie hat eine kleine unscheinbare 2 im Titel, weil die erste dieser Art schon 2016 stattfand. Die gleichnamige internationale Ausstellung Time Displacement, die bereits vor 5 Jahren hier in der Städtischen Galerie Kunsthaus Troisdorf stattgefunden hat, will dieses Mal ab heute bis zum 18. Juli neue künstlerische Position zeigen, mit einem erweiterten Blick auf die aktuellen Formen des digitalen Bildmaterials, aber auch in Bezug auf zeitbasierte Medien. Diese 14 visualisierten Bildwelten wurden von uns Kuratoren primär als ein Projekt der Künstler für die Künstler konzipiert. Mittels andauernder Hingabe, professionelle Kollaboration und hundethaft die Mailbox füllender Informationsaustausch konnten die Künstlerinnen aus Frankreich, Deutschland und den USA durch uns begleitet und zuletzt das Projekt auch realisiert werden. Hatten wir zum Beispiel im Jahre 2016 4 Künstlerinnen aus Österreich, Polen und Ungarn zur Teilnahme eingeladen, so haben wir jetzt das Spektrum ein bisschen anders fokussiert in diesem Jahr und Künstlerinnen aus dem süddeutschen Raum, aus dem Ruhrgebiet bis Berlin in relevanter Weise und mit wirklich gesunden, guten Nerven in Angriff genommen. Zu der Gestaltung der Ausstellung kann man heute subsumierend sagen, dass die aktuelle Präsentation kann ebenso intensiv wahrheitsgetreu wie auch poetisch der äußeren Wirklichkeit nachempfunden sein. Zugleich aber kann sie stark expressiv sein, surreal, bilderbuchhaft arrangiert, installiert, wie man es sieht, oder auch abstrakt sein. Nicht nur die technischen Bildqualitäten und Formate unterscheiden sich innerhalb dieser Ausstellung voneinander, auch die Komplexität der generierten Räume, die Ton- und Bildsequenzen, der symbolische Gehalt, die Deutungsebenen spielen auch hierbei eine große Rolle. Gemeinsam mit synergetischen Effekten, die wir auch betrachtet haben und dem Nutzer und Betrachter an die Hand mitgegeben haben, als optische Steuerungsinstrumente, natürlich mit allen subtilen Mitteln. Drei Themenkomplexe sind es, die für mich aus diesem Ausstellungskonzept, das die beiden entwickelt haben, herauskommen. Und ich will die einfach grob skizzieren und Sie erlauben mir, dass ich, wenn, dann nur sehr kurz zu den einzelnen Positionen Stellung nehme, denn sonst müsste ich hier 2 Stunden reden. Also, Helene Marcos, wir sehen die Arbeit dort hinten, gehört zu dem Themenkomplex Verlagerung und Verschiebung in der Zeit. Time Displacement, also ganz wörtlich. Es sind Videos von Landschaftsveränderungen, bei denen man sehr lange hinschauen muss, um dann zu sehen, dass sich das Licht verändert, es ist Zeit vergangen. Ein ähnliches Ansinnen hat natürlich dann Dieter Wessinger mit seinem Video, in dem er mehrere psychische Störungen nicht illustriert. Er zeigt eben eine Insicht in einer Mischung aus Zeichnung, Überblendungen, eben die im Video stattfinden, aus Zeichnungen und Grafiken, auch natürlich anatomischen Teilen. Und er gibt dazu eben kurze Textblätter, die auch dann Erläuterungen geben auf der Grenze zwischen Lyrik und Beschreibung. Ganz direkt mit dem digitalen Bild, mit dem Zeitbild arbeitet Frank Baquet mit seinem schönen Arbeiten über die TV-Images, wie ich es immer nenne.
Er nimmt Bilder aus dem Gerät, er nimmt Bilder ab und er bearbeitet sie ein wenig, aber nicht wirklich großartig. Und was dann entsteht, sind stehende Bilder aus einer Zeit genommen. Also er bearbeitet im Prinzip das, was Fotografie ausmacht, nämlich ich setze einen Punkt in die Zeit, ich setze das exakt da rein. Wim Bosch, der eben hier als niederländischer Architekt seine Arbeiten einbringt, fällt auch in dieses klassische Thema der Verlagerung und Verschiebung in der Zeit. Er überlagert Grundrisse von Wohngebäuden. Er zeigt eben halt hier Industriebilder, auch Bilder aus Wohnanlagen, wohl für Arbeiter oder Flüchtlinge, was immer es ist. Und hier ist es also nicht der Traum von Eigenheim, sondern der Traum vom eigenen Bett, der dann deplatziert wird, mit einer kalten Industriefarbigkeit auch bearbeitet wird. Eine Bildanalyse der speziellen Art ist sicher die Arbeit hier von Bettina Gorn, einmal als Video, aber auch eben als Bild. Wir sind alle jetzt maskiert. Ein bisschen fließt das in diese Arbeit ein, aber grundsätzlicher sehe ich bei Bettina Gorn eben die Arbeit, dass sie sich intensiv mit der Persona im Sinne der griechischen Maske beschäftigt, also dem, was wir uns vorhalten, um in die äußere Wirklichkeit hineinzuwirken. Also genau das, was man eben im englischen Begriff der Faces eigentlich viel besser sehen kann. Direkt in die Bildkritik, in die Bildarbeit geht Mike Bajani mit seinen Farbpaletten, mit den Streifen, die er aus eben Realbildern entnimmt, die er dann zusammensetzt, aus denen er dann Farbpaletten der Wirklichkeit zusammenstellt, wenn man so will, ein ganz struktureller Ansatz, der die Bildanalyse an der Stelle quasi weitertreibt, wo Frank Baquesi eben mit der Farbigkeit des Videobildes oder des TV-Bildes begonnen hat. Natürlich ist Bildbefragung in erster Linie Ikonografie und Ikonologie. Da haben wir dann zwei klassische Beispiele der Vanitas-Darstellung, Evangelos Kokouvotakis mit seinem klassischen Stillleben, die natürlich direkt an eine malerische Tradition des 17. Jahrhunderts angreifen, die Üppigkeit. David Kreginov hier links bringt dann Nachträume, die er als surreale Nachträume beschreibt, die aber eigentlich für mich im Prinzip aus der Game Construction kommen. Das, was er da hat, ist für mich so die Apokalypse von Grand Theft Auto Nummer 4 oder Nummer 5, das Ende der Game-Welt, wo man eben nur noch dunkle Häuser sieht. Die Ausweitung in die dritte Dimension gehört zur Bildkritik schon seit langem dazu. Ganz zart, ganz klein, ganz minimal. Die Reliefierung, die Hella Fantoff mit dem Besticken ihrer Bilder produziert, also ganz minimale Ausweitung in die dritte Dimension, aber eben sehr präzise, sehr genau eben als Relief gesehen. Auch das hat inzwischen eine lange Tradition in der Fotografie. Michael Wittersig mit seinen Skulpturen aus Fotopapier ist hier ja auch schon mehrfach vertreten gewesen in dieser Ausstellung. Mich interessiert inzwischen immer mehr der Träger seiner skulpturalen Anpassungen, also das Unterbringen in einem Regal, natürlich etwas, was wir auch bei Anselm Kiefer kennen und was wir von anderen Künstlern kennen, auch da wieder eben Bezugsherstellungen, die in andere Gegenden gehen. Der Traum des Architekten ist natürlich immer die Installation, der raumgreifende Punkt, die raumgreifende Sicht, und der Cosmic Room von eben Helmut Heergarten unter dem Titel What Moon We See zeigt ja sehr deutlich, es ist eine Bildreihe, die sich mit eben mondartigen Lichtquellen und Wahrnehmungen feststellt, die aber dann im Hintergrund auch tatsächlich eben eine große Monddarstellung hat, die eben, wie es so schön im Begleittext heißt, der sehr interessant ist, der da auch nicht eben für ästhetische Zwecke gemacht worden ist und nicht für wissenschaftliche Zwecke. Das heißt, wir sehen ein Bild, das aussieht wie wissenschaftliche Bilder, aber gar nicht wissenschaftlich ist. Auch das ist dann ein Displacement, wenn man so will, der richtigen Überlegung.
Der letzte Komplex wäre dann das Time Displacement als Überlagerung von Bild und Raum, auch in einem historischen Kontext. Da ist Volker-Heinz Tenner als Kameramann mit den deutschen Mythen da vorne vertreten. Das sind für mich Stills aus einem Film, die eben eine Mythenerzählung mit sich bringen, die dann eben die Frage ist, inwieweit ist das ein Porträt, inwieweit ist das eine Darstellung, inwieweit ist die Frau eine Schauspielerin, inwieweit ist sie eine Porträtierte, was zeigt das vom Einzelnen. Das sind natürlich immer ganz wesentliche Elemente. Und natürlich in sich selbst beschreibt sich die Ausstellung auch als Time Displacement durch die Arbeit der beiden Kuratoren, die also dann eben halt nicht nur ihre Kuratell einbringen, sondern auch ihre eigenen Arbeiten. Alexander Hinz-Radiker hat eben mit Kapital eben Bilder, die in zwei Welten geteilt sind. Für mich ist das immer die Konstruktion von Paul Cézanne, wenn Sie Cézannes Malerei sehen, die ja als erste analytische Malerei überhaupt gilt, als Prämoderne oder Anfang der modernen Malerei, die das Malen malt, so fotografiert sie das Fotografieren, indem sie eben zwei Bildebenen festlegt, einen Vordergrund und einen Hintergrund, und in der Mitte ist ein Schnitt, den wir als Bildbetrachter selber füllen müssen und zusammentragen müssen. Bei Stefan Zajons, das ist da vorne die Serie, ich habe mir dann von ihm gerade erzählen lassen, dass es tatsächlich der Burghof ist, es könnte aber auch genauso gut ein Abbruchhaus in Polen sein oder in irgendeinem anderen Gelände. Für mich ist seine Arbeit nicht ohne seine literarischen Ambitionen, seine lyrischen Ambitionen zu sehen. Es gibt da immer einen direkten Zusammenhang, eben auch ein Placement und Displacement zwischen zwei Ebenen der Kunst, nämlich der Literatur und der Fotografie. Umi nasze błędy i rozterek wielkich moc. Nie pytaj co z uczuciem, wybaczeniem bywa też niby proste, jednak trudne jest widzieć teraz ostrzej. Wiedzieć, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą.